So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Wise Together. Ja, jetzt ist die Frage, wo geht's lang? Ich glaube, wir sollen auf Route 14 irgendwo ins Wasser und dann mit der Kaskade irgendwo hin, um dann zum Weißen zu kommen. Aber anscheinend sind wir auch schon im neuen Gebiet und da gibt's auch neue Trainer. Ich hoffe, die sind jetzt nur nicht zu stark. Naja, wir werden es mal sehen. Du bist der 99. Trainer, den ich begrüße. Lass uns kämpfen. Jo. Ich hoffe, okay, ein Pokémon wird wohl kein Problem sein. Level 65, okay, das ist schon eine Nummer. Wir sind, glaube ich, erst irgendwas mit... Ja, wir sind erst 50. Es könnte schwer werden. Ich versuche jetzt einfach einmal Drachentanz und dann eine Drachenklaue. Ja, auf jeden Fall erdkräftig. Ich hoffe, das besiegt uns jetzt nicht direkt. Aber es könnte gut sein. Okay, es zieht nur die Hälfte ab. Da hoffen wir mal, dass Traunklaue stark genug ist, dass Timon nächste Runde noch überlebt. Und das ist es, Gott sei Dank auch. Okay, dass es gewandelt ist, verwundert mich jetzt. Aber das ist auf jeden Fall gut, dann können wir die Pokémon noch ein bisschen trainieren. Erstmal noch mal einen Trank reinschmeißen, aber die Frage ist natürlich, wo sind die? Superangel hier sind sie nicht dabei, hier auch nicht, wahrscheinlich hier. Ich hatte ja letztens eigentlich gut eingekauft. Top-Tränke, ne? Top-Aider. Bin ich jung? Ah, doch, Übertränke habe ich gekauft, glaube ich. Na gut, ist ja natürlich für 78 KP jetzt nicht unbedingt worth, einen Hyperdrank zu benutzen, aber wir haben ja auch nichts anderes. Eine Brücke, zwei Trainer. Die Pokémon in Clinch. Der Stoff aus dem Legenden sind. Bei Pokémon, ich hoffe, die sind jetzt alle um die Level 60, mit 65, okay, 64. Da. Wird auf jeden Fall einmal Drachentanz. Und dann dürfte es eigentlich mit Drachenklaue gut durchgehen. Ist natürlich immer die Frage, ob wir das bis dahin überhaupt überleben. Weil Rassaf ist ziemlich schnell. Einen Trank zu benutzen bringt nichts, weil dann greift er uns sowieso direkt wieder an. Dann wäre das Schlauste einfach jetzt, ich denke, Renekton reinzuschmeißen. Ja, ich denke, Renekton geht am besten. Obwohl, Kampf ist doch, glaube ich, gut gegen Boden. War vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Idee, aber... Fuchtler ist jetzt... Okay, dürfte eigentlich... zum Überleben sein, genau. Problem ist, wir sind langsamer. Das heißt, eigentlich müsste ich Renekton auch wieder austauschen, aber ich versuche jetzt einfach mal mit Erdbeben. Vielleicht habe ich ja Glück, der benutzt irgendwas, womit ich überlebe. Nein, leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber er ist verwirrt, das ist gut. Dann muss wohl nicht rein. Der wird es auf jeden Fall überleben, der wird auch irgendwie gewinnen können. Jetzt die Frage, wie stark ist Kaskade? Ich mache jetzt erstmal Server. Oh, es verletzt sich selbst, das ist gut. Gerade ist zu dem neu. Aber das. Okay, Timo hält auch was. Irokex. Irokex ist. Ja, muss auch nicht ran. Ich denke, mit Server dürfte ich hier eigentlich gut durchkommen. Oder auch nicht. Okay, was macht er jetzt? Irgendwas, was nicht so stark ist. Ich versuch's mal jetzt mit Fehlender. Oh Gott. Also wenn wir jetzt nicht schnell gewinnen. Jetzt ist die Frage, kann ich noch einmal angreifen oder besiegt er mich dann? Weil der lädt ja jetzt die ganze Zeit auf. Und die andere Frage, was für Pokémon sollte ich reinrufen? Anstelle von Nick. Und ich versuch's einfach jetzt noch einen Angriff zu starten. Kaskade. Dann sehen wir auch, wie stark es ist.
Okay, das ist gut. Dann können wir jetzt noch schnell Wasserdüse benutzen. Und dann dürften wir es hoffentlich besiegt haben. Ja, und das haben wir auch. Gott sei Dank. Und wenn ich mich nicht irre, ist Kaskade, glaube ich, ein Kampf. Ist ein normaler Angriff, also keine Spezialangriff. Und dadurch dürfte Kaskade eigentlich stärker sein als Server, aber ich weiß nicht genau. Muss ich gleich mal nachgucken. Okay, Quabba, da kommt auf jeden Fall Elispin rein. Die Frage, wie nah das nächste Pokémon Center ist. Weil eigentlich habe ich nicht vor, weiterhin mit so angeschlagenen Pokémon dann weiterzugehen. Auf jeden Fall ist das schon mal gut, aber paralysiert. Vielleicht haben wir auf jeden Fall nicht an, aber es tut's. Wuchtschlag tut sehr weh, aber zum Glück ist es nicht effektiv und dadurch überleben wir es natürlich. Letztlich können wir angreifen. Nein, nicht. Das ist scheiße. Und Wutschlag, das dürfte unser Ende sein. Ja. Dann kommt jetzt die Eistüte rein. Und Eisstrahl wird wohl das Beste sein. Ist ja auch egal. Es würde alles gewinnen. Oh, ist nicht mal effektiv. Aber wir werden die Attacke glücklicherweise ab, dann wenden wir es mit dem Eisstrahl. Und 2000 Erfahrung. So, jetzt fahre ich mal kurz auf die Karte. Jetzt ist die Frage, wo habe ich es hingelegt, da? Was haben wir da oben? Da waren wir noch nie. Ja, ich denke, ich fahre Weißer Wald. Ich fahr, kann ich zurückfahren überhaupt? Ich guck mal kurz nach. Ob da irgendwo ein Pokécenter ist. Wäre auf jeden Fall praktisch. Ich weiß, ah, Gott sei Dank, hier ist ein Pokécenter. Und ein Ball. Und ein Pilz oder. Warte, ich stelle mal kurz vom Fahrrad ab, sonst kann ich da nicht genau hin. Fahrrad, zack. Ah, das ist tatsächlich einfach übersehen. Ist das doch ein Pokécenter? Ja doch, das ist ein Pokécenter. Gott sei Dank. Ich trinke kurz was. So, dann können wir weiter. Wahrscheinlich müssen wir eh nach jedem zweiten Trainer wieder hierher. Besonders da ich so schlecht bin in den Kämpfen. Ich denke, Helion wird es schaffen, zumindest 4 Trainer zu besiegen. So. Da den haben wir besiegt. Alles hier, ab hier ist neu. Okay, das ist ein Grafikbug. Interessant. Ein Angelmeister, das ist ein, dann hoffe ich doch mal einen Fall für Elispin. 4 Pokémon. Ich mehr auf Level 62, das ist interessant. Nicht so gut. Elispin. Ist natürlich ein bisschen schade um die Erfahrung, also was heißt schade um die Erfahrung, dass Elispin jetzt so mehr oder weniger überlevelt wird. Okay, Nassschweif, aber das ist annehmbar vom Damage her. Es hat keine Wirkung, okay. Warum hat das keine Wirkung? Hat dann Ladestrahl auch keine Wirkung? Oh, es hat keine Wirkung, okay. Ah, das sind Boden-Pokémon, Wasser-Pokémon. Das ist scheiße. Boden, Drachenklaue. Ich denke, Timon wird am besten sein. Aber trotzdem erstmal ein Drachentanz.
Wenn wir denn genug überleben. Tja, okay, was ist das? Okay, ist nicht so schlimm. Ich denke, es wäre nur ein Problem gewesen, hätte er es direkt benutzt. Ja, Drachenklaue ist gut. Und Level 52 mit Timon. Welser ist auch, glaube ich, auch ein Wasserboden, oder? Oder Wasser-Elektro? Ne, Wasser, ja. Ne, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur normales Wasser-Pokémon. Ja, ich denke, Drachenklaue dürfte stark genug sein, um... Okay, ist auch Wasserboden. Okay, was war das? Oh. Das war noch die... Ach so, das war jetzt der Angriff von der Sherp noch. Oder wie das Ding hieß. Kanivana. Da ist am besten ein Pokémon, das von der Entfernung angreift. Also keine. Also Spezialangriff wäre da, glaube ich, am besten. Eisblüte, denke ich, ist da ganz gut. Ich weiß nur nicht, ob Ladestrahl jetzt irgendwie stark ist, aber es dürfte es eigentlich, ja. Also es ist nicht sehr effektiv, aber es war auf jeden Fall stark. Ah, Krebsgor ist auch gut, okay. Aber wir versuchen es weiterhin, wenn Eisstrahl gerade so stark war. Und, ja, aufgehen, jedenfalls. Obwohl es eigentlich nicht effektiv ist, ist Ladestrahl trotzdem sehr effektiv. Also, was heißt sehr effektiv, aber es macht sehr viel Schaden. Und da Krisco eingefroren ist, kannst du uns ja auf keinen Fall angreifen. So, unsere Pokémon sind angeschlagen, aber ich glaube noch nicht so stark, dass wir, ja doch, die kann den Hypertrank vertragen, aber für jede Stunde muss ich jetzt nicht extra zurück in das Pokémon-Center laufen. So. Da runter ist ein Strand und das ist seitlich. Okay, hier sind nur Pokémon. Oh, ein Potrot. Level 49. Hier kann man hier sogar Pokémon fangen, die auf unserem Level sind. Und sogar trainieren, falls das nötig ist. Aber jetzt möchte ich erstmal nachschauen, ob hier noch ein anderes Pokémon sich verbirgt. Was eigentlich vielleicht interessant wäre zu fangen. Ein Pummeluff. Pummeluff ist auf jeden Fall interessant. Die Frage ist, möchte ich das jetzt fangen? Ich versuche es mal mit dem Drachenklauen. Vielleicht ist es, überlebt es ja. Ne, tut's nicht. Naja, schade auf jeden Fall. Hier lang ist hier irgendwo ein Trainer. Ne, ist hier ein Höhleneingang. Ne, ist nur ein dummer Stein, der im Weg steht. Hier oben ist nix. Und hier ist auch nix. Okay. Muss ich das verstehen? Gute 14. Das heißt, hier irgendwo ist der... Ich muss wahrscheinlich übers Wasser surfen. Oh, hier ist ein Pokémon Center. Wo geht's da lang? Hier sind wir... Gute 13, okay, dann müssen wir auf keinen Fall lang. Dann versuchen wir unser Glück. Ah, da ist auf jeden Fall ein Pokécenter, da können wir rein. Dann versuchen wir unser Glück irgendwo im Wasser. Weil... Aber wo genau ich hin muss, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich irgendwo Kaskade benutzen muss. Ich denke, den Weißen können wir, je nachdem wie viele Trainer da noch sind, können wir ansprechen. Und dann ist halt, muss der Rest halt Kilian machen. Kann man mit dir kämpfen oder reden? Ja, bla. Sieben Lied interessiert mich jetzt. Oh, Taucher, okay. Ich hätte ihr vielleicht doch zuhören sollen, wenn die uns so ein nettes Geschenk macht.
Ja, okay, das will ich jetzt. Ich weiß, wie Taucher funktioniert. Aber ich glaube kaum, dass wir das Simon beibringen wollen. So, 14. Das Wasser, das fällt mir gerade erst auf, sieht eigentlich ganz hübsch aus. Habe ich noch nie so drauf geachtet in dem Spiel. Und was kommt jetzt? Oh, ein Mantax. Level 70? Okay. Das würde ich mir doch unbedingt fangen wollen. Ich weiß, dass Kilian letztens den Meisterball für einen Rot-Mod, oder wie es heißt, verwendet hat. Aber wir haben ja leider schon Wasser-Pokémon. Ich glaube kaum, dass wir Nick austauschen. Jetzt habe ich, glaube ich, die ganze Zeit Nick Simon genannt. Ja, okay, jetzt kann ich eh nichts machen. Kann ich einen Pokéball schmeißen? Würde mich mal interessieren. Okay. Ich will aber jetzt auch keinen Angriff starten, falls der vor mir runterkommt. Deswegen mache ich einen Drachentanz. Sprungfeder. Ist das stark? Es geht, ist paralysiert. Also schlecht ist es auf keinen Fall. So, jetzt aber ein Pokéball. Ein Tauchball ist ja für Wasser-Pokémon. Ich versuch's einfach. Wahrscheinlich ist Tauchball eh besser, wenn man unter Wasser ist und nicht im Wasser. So, nochmal Tarntanz. Ja, das war nämlich sogar schneller. Ein Hyperball. Können wir jetzt eigentlich nur weiter versuchen, das zu fangen. Ich will es unbedingt haben. Retro-Bombe kann es auch noch. Ja, also ich würde es ja eigentlich sogar gegen Nick austauschen wollen, weil ich das Pokémon einfach ziemlich cool finde. Aber Nick ist natürlich auch nicht schlecht. Ist ja eh, Kilian wird das irgendwie tun. Außerdem ist, glaube ich, die Werte von dem sind eh, glaube ich, nicht so gut wie die von Nick. Aber ich möchte jetzt auch nichts behaupten, von dem ich keine Ahnung habe. So, Überball. Komm schon. Wahrscheinlich verschwende ich jetzt noch unsere ganze Bälle, weil das wackelt ja nicht einmal, der Scheißball. Nicht sehr effektiv und zieht uns trotzdem Schiffel ab. Ja, Hyperball ist leider der beste Ball, den wir haben. Jetzt komm schon. Na, komm. Yay. Macht Nick. Komm schon. Ich glaube, ich tue jetzt schon hier schon 2 bis 4 Minuten versuchen, das Pokémon zu fangen. 1. Aha, mein Gott. Und es regeneriert sich die ganze Zeit. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Schaden ich mache. Sonst würde ich ja einen Angriff starten. Aber ich will es unbedingt fangen. 1, 2. Komm, noch einmal. Jawohl. Ja. Gut. Da haben wir zum Glück auch noch Zeit weiter zu suchen zum letzten der 7 Weisen. Zieht elegant durch die Meere und ignoriert dabei Remoraide, die an seinen Flossen haften. Finde ich schade, in Pokémon Weiß ist gar kein Remoraide abgebildet. In frühen Teilen war ja immer noch ein Remoraide abgebildet. Ja, wie nennen wir dich? Erster Buchstabe auf jeden Fall groß. Ich nenne dich einfach mal. Wie nennen wir dich? Ich möchte ihm einen Namen geben, aber mir fällt keiner ein. Ich fange jetzt einfach mal mit D an.
Dann schaue ich weg, gehe auf irgendeinen Buchstaben. Train. Ich nehme einen Train. So. Und weiter geht's. Jetzt können wir auf jeden Fall, falls nötig ist, ihm auch die Attacken beibringen. Falls wir für Nick jetzt nicht großartig was verschwenden wollen an Platz. Hier könnte man Taucher verwenden. Wir sind überall Trainer. Und ein wildes Wingul. Okay, das ist auf jeden Fall so stark wie das davor. Ist mal platt, weil es könnte dann sein, dass unser Petri ein Level abbekommt. Ja, okay, 240 Erfahrung. Davon bekommen wir auf keinen Fall ein Level ab. Dann machen wir den Trainerfahren nochmal zurück auf diese Plattform, wo wir vorhin waren. Und speichern da, dann gebe ich an Killian ab. Der wird bestimmt wissen, wo es lang geht. Aber ich finde es cool, jetzt hier kann man sich ziemlich coole Pokémon, denke ich, fangen in dem Gebiet. Ich weiß nicht, ist akrobatisch stark. Ja, es ist nicht schlecht. Und da er nur Eisenabwehr macht, kriegen wir auf keinen Fall Schaden. Und 1400 Erfahrung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Lampi. Okay, das ist, glaube ich, ja genau, das ist das Tier. Ki. Pokémon. ja. Okay, ist nicht sehr stark und Ladevorgang putzelt uns jetzt. Ah ne, es setzt sich nur auf, okay. Ich hab schon gedacht, das ist ein Angriff. So, Lampi ist down. Und Kische. Ach ne, das ist Apogolip. Was ist das? Das ist, glaube ich, das, was aus diesem, aus dieser Qualle. Ah ne, achso, okay. Es gibt ja einmal Quappo und dann gibt es noch so ein Frosch-Pokémon, was Gift, glaube ich, ein Gift-Typ ist, was man relativ am Anfang trifft. Ich habe gedacht, das wäre das. Wetter ist uns egal. Ist ja jetzt eh down. Oh, 300 Rang. Das wäre fast noch ein Level gewesen für Petri. Dann gehen wir zurück zur Plattform. Zurück zur Plattform, möglichst ohne Kämpfe. Aber wer weiß denn schon, was für coole Pokémon uns begegnen. Ein Wingull ist jetzt natürlich nicht so interessant. Ich denke, wenn man das ganz am Anfang, ich glaube, in welchem Pokémon-Teil war das? Smaragd, wo man das relativ am Anfang finden kann, wo man dann direkt ein Wasser- und Flug-Pokémon hat, ist eigentlich ziemlich cool. Aber hier, naja, so im späteren Verlauf, meiner Meinung nach nicht mehr so lohnenswert. Dann speichern wir. Ja, doch, speichern. Und dann verabschiede ich mich hier schon mal und die nächste Folge seht ihr dann bei Killian. Der wird dann wahrscheinlich auch den letzten der sieben Weißen besiegen. Ja, und dann, keine Ahnung, was dann kommt. Wahrscheinlich nochmal die Pokémon-Liga. Okay, auf Wiedersehen.